Meine Damen und Herren, ich rufe den letzten Tagesordnungspunkt für die heutige Plenarrunde auf. Das ist der Tagesordnungspunkt 21, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Das ist die Drucksache 388/20. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und zur Einbringung hat sich Herr Dr. Naas von den Freien Demokraten gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht mal wieder um die Ladenöffnung in Hessen, und da sind die Rollen ja klar verteilt. Kirchen und Gewerkschaften auf der einen Seite, Einzelhandel, Kammer, aber auch die Städte und Gemeinden auf der anderen Seite. Der Kampf um die Ladenöffnung hat in Hessen Tradition, und wir streiten um Tiefkühlpizza als Reisebedarf, Rewe to go an der Zapfsäule, der Verkauf von Alkohol an Tankstellen zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, wie es im Gesetzestext so schön heißt. Wir ringen um den grünen Donnerstag, um die Rücksicht auf den Hauptgottesdienst in einer Gemeinde und den Schutz von Feiertagen, deren Bedeutung die wenigsten heute noch herleiten können. Vieles im hessischen Ladenöffnungsgesetz wirkt unehrlich, überholt und auch unzeitgemäß. Die Frage und die Meinung der Freien Demokraten dazu ist bekannt. Meine Damen und Herren, man kann zu den einzelnen Regelungen stehen, wie man will, aber eine Regel hat sich als sachlich unpraktikabel erwiesen, und das ist § 6 Hessisches Ladenöffnungsgesetz, nämlich die ausnahmsweise Ladenöffnung an einem Sonntag zu einem besonderen Anlass. Meine Damen und Herren, was haben denn die Städte Frankfurt, Michelstadt, Sulzbach und Fuldabrück gemeinsam? Genau. Auf den ersten Blick trennt die vier Kommunen viel. Sie sind unterschiedlich groß und liegen übers Land verteilt. Aber eine Sache eint sie. Sie sind nämlich eine von mehr als 35 Kommunen, Herr Schaus, denen ein verkaufsoffener Sonntag vor Gericht eben verwehrt wurde, wo es gescheitert ist. Oder, und dazu gehören ganz viele, die aus Angst vor Klagen gar nicht erst eine Allgemeinverfügung erlassen haben. Vor wenigen Tagen, am 28. Februar, hat Bad Vilbel eine Schlappe erlitten vor dem Verwaltungsgericht Gießen. Und ich sage Ihnen, der Antrag bzw. der Gegenantrag war sehr gut begründet. Denn in Bad Vilbel ging es um die 24. Handwerkermesse und den 14. Karawantag. Richtig, in der Tat. Und da ging es nicht um wenige Besuche, sondern es ging um Tausende von Besuchern. Wir können den Sachverhalt, Herr Schaus, gerne nachher im Einzelnen klären. Ich bin da relativ gut informiert, glauben Sie es mir. Aber Herr Schaus, jedes Mal, wenn ein verkaufsoffener Sonntag scheitert, dann ist das für die Veranstalter und Einzelhändler ein Schlag ins Gesicht. Es ist ein Rückschlag im Kampf gegen den Onlinehandel, Herr Schaus. Der hat nämlich jeden Tag rund um die Uhr auf. Da können Sie nämlich auch kaufen an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Doch, anklicken können Sie, richtig. Und ich sage Ihnen, Amazon macht das auch noch bald möglich. So, und Sie haben eine verpasste Chance für die Ortskerne und die Stadtteile, wo wir so oft um die Attraktivität der hessischen Kommunen kämpfen. Und Sie haben einen Nachteil bei der Werbung für die Kommunen, insbesondere was Tourismus angeht. Der Status quo, dass nahezu jeder verkaufsoffene Sonntag erfolgreich beklagt werden kann, kann aus unserer Sicht nicht weiter hingenommen werden. Deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Er schadet den Innenstädten und dem stationären Einzelhandel massiv, und das vor allem, wenn die Entscheidung so kurzfristig kommt, dass den Veranstaltern bereits erhebliche Kosten entstanden sind, insbesondere für Werbung, aber auch für das bereitgestellte Personal. Und auch die Kunden haben oft kein Verständnis für das Hin und Her, das so entsteht. Michelstadt trägt schwarz, war eine Kampagne, um darauf dann auch eine Antwort zu finden. Ich finde, das war eine richtige Reaktion. Meine Damen und Herren, wir wollen mit unserem Gesetzentwurf erreichen, dass die Öffnung von bis zu 4 Sonntagen möglich ist, und zwar so, wie das der Gesetzgeber ursprünglich auch im Sinn gehabt hat.
Wir wollen nämlich eine Belebung von Ortskernen und Stadtzentren. Wir wollen lebenswerte Innenstädte. Wir wollen eine Stärkung des stationären Einzelhandels gegenüber dem Onlinehandel. Wir wollen auch die Steigerung von eben touristischen Aspekten, Bekanntheit der Kommunen, insbesondere bei besonderen Anlässen und Ereignissen. Und um diese Ziele zu erreichen, müssen wir endlich von der rechtlichen Hürde des Sonderereignisses vom Anlassbezug Abstand nehmen. Meine Damen und Herren, Sie haben den Gesetzentwurf sicherlich schon gelesen, Herr Boddenberg. Wir wollen den Anlassbezug streichen, genauso wie das auch die Länder Berlin und Nordrhein-Westfalen getan haben, und an diese Stelle das öffentliche Interesse als rechtliches Kriterium setzen. Denn dies eröffnet den Kommunen zusätzliche Möglichkeiten, eine Sonntagsöffnung in den vier Fällen auch zu begründen. Und damit beachten wir die höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Hessische Landesverfassung und das Grundgesetz ausdrücklich, auch wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Ministervermerk jetzt anders steht noch. Meine Damen und Herren, um es deutlich zu sagen, der Anlassbezug wird vom Bundesverfassungsgericht gerade nicht gefordert. Das hat das Berliner Ladenöffnungsgesetz mit dem gleichen Wortlaut wie unser Vorschlag nämlich deutlich gemacht, denn dieses Gesetz ist verfassungskonform. Und man fragt sich ja in der Tat, warum in Berlin an 10 Sonntagen geöffnet werden kann, aber Frankfurt scheitert mit einer Sonntagsöffnung, selbst wenn IAA und Buchmesse ist. Es ist natürlich kein Wunder, dass uns dann Berlin Messe um Messe abnimmt und die Stadt für viele auch immer attraktiver erscheint. Meine Damen und Herren, ja genau, weil die Leute einkaufen gehen können. Meine Damen und Herren, geben wir den Gerichten durch eine Neuregelung des § 6 Hessisches Ladenöffnungsgesetz einen neuen Rahmen hinsichtlich der Auslegung des Gesetzes. Setzen wir sie auf ein neues Gleis, und dann können die Verwaltungsgerichte eine neue Rechtsprechung entwickeln, die die Ladenöffnung ermöglicht, den Sonntagsschutz wahrt und eine Abwägung der Interessen ebenfalls garantiert. Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen hat 8 Sonntage erlaubt. Wir bleiben in Hessen restriktiv bei 4 Sonntagen. Hohe Feste sind nach wie vor ausgeschlossen. Selbstverständlich ist alles auf 6 Stunden begrenzt. Es wird nach wie vor auf den Hauptgottesdienst Rücksicht genommen, ja, und alles ist zu, mit der Nachbarkommune abzustimmen. Ich bin fast am Ende, deswegen passt es nicht richtig, Herr Schaus. Aber wir haben ja sicherlich noch Gelegenheit, das auch ausführlich und in Ruhe zu diskutieren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit unserem Gesetzentwurf bewusst Nebenkriegsschauplätze vermieden. Die Stadtteilregelungen in Nordrhein-Westfalen sind das 16. Eine Erweiterung der Anzahl der Sonntage auch im Gesetz nicht vorgenommen. Es ist alles beim Alten geblieben. Nur der Anlassbezug soll wegfallen. Und dieses Gesetz ist auch zustimmungsfähig für die Koalition, zumindest dann, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz und Grün, Ihren eigenen Koalitionsvertrag ernst nehmen. Denn Sie wollen ja selbst mehr Rechtssicherheit auf diesem Gebiet und haben eine Evaluierung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes Kommen Sie bitte zum auch Schluss, Herr Naas. Im Wirtschaftsministerium durchgeführt. Dann werden Sie wissen, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Meine Damen und Herren, die hessischen Kommunen und der Einzelhandel warten auf eine Regelung, die in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Die hessischen Städte und Gemeinden haben es verdient. Vielen Dank. Danke, Herr Naas, für die Einbringung. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Decker zu Wort gemeldet. Bevor er auf dem Fußballplatz entschwindet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Herr Dr. Naas, Sie befinden sich ja ganz in der Kontinuität Ihres Vorgängers von Jürgen Lenders. Und insofern hatten wir auch schon fest damit gerechnet, dass Sie uns alsbald einen neuen Anlauf hier servieren. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir die Gelegenheit geben, hier heute als Letztes noch einmal hier an das Pult treten zu dürfen. Und so wie Sie das vorgetragen haben, Herr Dr. Naas, darf ich mich jetzt schon richtig freuen auf die ein oder andere Debatte, die uns so etwas Jahr begleiten wird. Ich komme zum Schluss noch einmal drauf. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung, Herr Dr. Naas. Was ich feststellen möchte, und das will ich durchaus positiv im Sinne meiner Fraktion vermerken, dass die FDP-Fraktion inzwischen einen klaren
Abstand genommen hat von ihrer ursprünglichen Forderung, die Zahl der Ladenöffnungen an Sonntagen zu erweitern. Da haben wir hier in diesem Hause schon ganz andere Modelle diskutiert. Insofern sind Sie schon einen riesengroßen Schritt weiter, und das ist schon einmal gut, meine Damen und Herren. Und, Ihr neuer Ansatz, ich habe Ihren Gesetzentwurf sehr aufmerksam gelesen, ist jetzt, den Anlassbezug dahingehend zu streichen, dass die Kommunen ein öffentliches Interesse an einer sonntäglichen Ladenöffnung festlegen sollen. Mal unabhängig davon, ob wir das gut oder richtig finden, ich meine, gelesen zu haben, Sie wollten das den jeweiligen Gemeindevorständen oder dem Magistrat überlassen. Ich weiß nicht, ob das nicht mehr eine Sache wäre der legislativen Ebene, also der Gemeindevertretung oder des Stadtparlaments. Aber das lassen wir einmal völlig außen vor. Sie erhoffen sich jedenfalls dadurch mehr Rechtssicherheit. Und das Interesse an mehr Rechtssicherheit können wir sicherlich nachvollziehen. Das, ich glaube, sehen alle hier im Haus, wenn wir mehr Rechtssicherheit hätten für alle Beteiligten. Das wäre sicherlich sinnvoll und wünschenswert. Ob jetzt allerdings Ihrer Auffassung richtig ist, dass Ihr Gesetzentwurf im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht, wird dann im Einzelnen noch zu prüfen sein. Sie wissen schon, dass das Bundesverfassungsgericht, auch übrigens das Bundesverwaltungsgericht, dem Schutz des Sonntags nicht umsonst so einen hohen Rang eingeräumt hat. Wir haben mehrere Urteile dazu. Und wir haben das auch in diesem Hause schon mehrfach debattiert. Und folgerichtig haben die Gerichte deshalb dem Anlassbezug auch einen relativ hohen Stellenwert verliehen. Und das, meine Damen und Herren, ist nach wie vor auch unsere Meinung der SPD-Fraktion. Schlicht und einfach deswegen, weil der arbeitsfreie Sonntag ein hohes Schutzgut ist. Und da hat sich auch für meine Fraktion nichts geändert. Spannend wird werden, wie denn die in dieser Angelegenheit betroffenen gesellschaftlichen Gruppen auf ihre Initiative reagieren werden. Zum Beispiel die Kirchen, die Gewerkschaften. Sie haben das zum Entree Ihrer Rede schon richtig dargestellt, die unterschiedlichen Interessenblöcke. Es liegt uns fern, anderen Fraktionen Ratschläge zu erteilen. Aber aus der Erfahrung der langjährigen Debatten über dieses Thema Ladenöffnung an Sonntagen können wir Ihnen wirklich nur empfehlen, dass Sie rechtzeitig in den Dialog mit diesen Gruppen eingehen. Denn wir wissen aus Erfahrung, so eine Änderung geht nur im Konsens mit allen beteiligten Gruppen, sonst läuft da gar nichts. Wir gehen davon aus, ich weiß nicht, ob Sie es auch erwähnt haben in Ihrer Rede, aber ich denke, wie üblich, dass es dazu eine öffentliche mündliche Anhörung geben wird. Da werden Sie sicherlich für sorgen, und wir sind auf das Ergebnis sehr gespannt. Noch gespannter, meine Damen und Herren, sind wir allerdings darauf, wann die Landesregierung gedenkt, ihren eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Denn ich will erinnern, wir haben im letzten Jahr schon darüber gesprochen, wie eine Evaluation des Gesetzes aussehen könnte. Denn das jetzige Gesetz läuft bekanntlich am 31.12. dieses Jahres aus. Es wird also hohe Zeit, dass die schwarz-grüne Landesregierung jetzt endlich einmal einen Gesetzentwurf in die parlamentarische Debatte einbringt, meine Damen und Herren. Und, vor allem sind wir darauf gespannt, ob die schwarz-grüne Koalition der kommerziellen Komponente mehr Gewicht einräumen wird oder ob sie der sozialen Komponente mehr Gewicht einräumen wird, z.B. den Arbeitnehmerinteressen, meine Damen und Herren. Das werden wir sehen. Das Thema Ladenöffnungszeiten an Sonntagen wird uns also, ich denke, fast das ganze restliche Jahr auf zwei Ebenen begleiten, einmal jetzt durch Ihren Gesetzentwurf und dann den, wenn der dann endlich von der Landesregierung kommt. Ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass meine Fraktion diesen Prozess sehr aufmerksam, da wo es möglich ist, auch konstruktiv, aber auch kritisch begleiten wird. Wir werden dann zu gegebener Zeit unsere Auffassung dazu hier im Plenum einbringen. Lassen Sie mich zum Schluss, es ist ja noch ein paar Minuten Luft, noch einmal zwei Anmerkungen machen. Sie hatten vorhin, Herr Dr. Naas, angesprochen, die anderen Bundesländer, unter anderem Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie sich mal aktuell dazu angucken, was da läuft, dann kann ich sagen, da läuft im Moment gar nicht viel. Also das, was die auf den Weg gebracht haben, funktioniert nicht richtig, und dieser runde Tisch funktioniert auch nicht richtig an der Stelle. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. So etwas können Sie nur im Konsens lösen. Man muss eine gesetzliche Regelung haben, das ist völlig klar, nach der man handeln kann. Aber es ist allen Beteiligten gut zu Gesicht stehend, wenn Sie sich wirklich mit allen Gruppen vorher ins Benehmen setzen.
Und noch einen zweiten Punkt. Sie haben das ja in der Begründung für Ihren Gesetzentwurf sehr eingehend beleuchtet, nämlich das Thema die Belebung der Innenstadt, Zurückdrängung des Onlinehandels. Also, ich sage mal so, die verkaufsoffenen Sonntage mögen ja ein Beitrag durchaus zur Belebung der Innenstädte und zur Stärkung des Einzelhandels sein. Aber aus unserer Sicht ist es eher ein sehr kleiner Beitrag, und der den Onlinehandel wohl kaum wesentlich beeinflussen wird oder gar entscheidend zurücktrennen wird. Ich glaube, so wünschenswert das wäre, Herr Dr. Naas. Also, Sie sehen, wir betrachten das schon sehr ernsthaft. So wünschenswert das wäre, aber ich glaube, das wird nicht am Ende zielführend sein. Da dürften sicherlich andere Faktoren entscheidend sein, z.B. eine attraktive Innenstadtgestaltung, die die Menschen in die Innenstädte lockt, oder dass Mieten übrigens auch wieder bezahlbar werden, dass die Menschen in den Innenstädten bleiben und dort im Einzelhandel auch einkaufen. Viele soziale Komponenten spielen da eine Rolle, bis hin zu einem optimalen ÖPNV, damit die Leute auch wirklich dann auch in die Einkaufsbereiche reinfahren können mit dem ÖPNV und vieles mehr. Und wahrscheinlich ist es auch noch einmal angezeigt, wenn der Einzelhandel, der normalerweise seine Ware über den Tresen verkauft, sich auch mehr als bisher schon im Einzelfall, das passiert, mit Onlinehandel beschäftigt. Also, ich glaube, das sind noch ganz andere wichtige Faktoren zu betrachten, die dazu beitragen können, die Innenstädte zu beleben, um vor allen Dingen den Einzelhandel mit seinen Arbeitsplätzen zu erhalten. Vielen Dank. Danke, Herr Decker. Für die Linken hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei diesem Gesetzentwurf der Freien Demokraten kam mir sofort der Titel des Films »Und ewig grüßt das Murmeltier« in den Sinn. Denn zu diesem Thema haben wir allein, Herr Rock, in der letzten Legislaturperiode, in den Jahren 2014, 2016 und zuletzt am 01.03.2018, meist auf Initiative der FDP, hier im Landtag diskutiert. Und weil das so ist und wieder einmal das freidemokratische Murmeltier grüßt, möchte ich auch vieles aus meinen vorangegangenen Reden wiederholen. Der Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Das Grundgesetz erklärt deshalb ausdrücklich den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage, Zitat, als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung für gesetzlich geschützt. So steht es in Artikel 140. Für Wirtschaft und Industrie werden immer mehr Ausnahmegenehmigungen erteilt, längst wird nicht mehr nur in Krankenhäusern, in Altenheimen, bei der Polizei und der Bahn, an Tankstellen und in der Gastronomie auch sonntags gearbeitet. Immer häufiger wird von interessierten Wirtschaftskreisen gefordert, dass die Menschen auch endlich am Sonntag die Möglichkeit haben sollen, einzukaufen. Aber ich sage Ihnen, ohne richtigen Sonntag gibt es bald nur noch Werktage. Und das wollen wir nicht. Im Februar 2018 hat die aus Gewerkschaften und Kirchen bestehende Allianz für den Freien Sonntag hier im Landtag eine Pressekonferenz durchgeführt, an der auch deren Experte, Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, über den Stand der Rechtsprechung zu den Sonntagsöffnungen informierte. Herr Kühn berichtete, dass die Allianz für den Freien Sonntag seit 2015, also seit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, sämtliche Verfahren vor den hessischen Verwaltungsgerichten gegen die Allgemeinverfügung der Städte und Gemeinden gewonnen hat. Rechtssicherheit für die Kommunen zu schaffen, so wie die FDP das heute fordert, ist also, Herr Dr. Naas, gar nicht nötig, denn sie besteht ja längst, und zwar so klar und eindeutig wie selten in einer strittigen Rechtsfrage. Die Entscheidung der Verwaltungsgerichte zu Ladenöffnungen an Sonntagen basieren auf der klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
vom 01.12.2009 und des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.11.2015. Nochmals. Im Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung heißt es, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Eine ähnliche Regelung befindet sich übrigens auch in Artikel 31 der Hessischen Verfassung. Die müsste dann ja wohl auch erst einmal geändert werden. Danach ist Voraussetzung für eine ausnahmsweise Sonntagsöffnung unter anderem, dass ein auch ohne die Sonntagsöffnung stattfindendes Ereignis, also ein großes Fest, ein Markt oder eine Messe, für alle Bereiche, in denen die Ladenöffnung ausnahmsweise gestattet werden soll, prägend ist. Prägend ist ein Fest, ein Markt oder eine Messe, aber nur dann, wenn diese Veranstaltung weit mehr Besucherinnen und Besucher anzieht als die Ladenöffnung selbst, die übrigens dann auch nur im räumlich unmittelbaren Bereich genehmigt werden darf. Also nicht die Messe in Frankfurt macht auf und im Nordwestzentrum in Frankfurt werden die Läden geöffnet. So funktioniert das eben nicht. Und deshalb hat Frankfurt auch die Verfahren alle verloren. Und zwar zu Recht. Dass dies zum Beispiel noch nicht einmal, wie erwähnt, bei der Frankfurter Buchmesse der Fall war, liegt dann auf der Hand. Die Kriterien für die Zulassung von Sonntagsöffnungen auf Grundlage des bestehenden § 6 Absatz 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes sind also, wie erwähnt, durch zahlreiche Gerichtsentscheidungen klar definiert. Sie müssen nur endlich auch von den großen Einzelhandelsketten, die die Bürgermeister unter Druck setzen, und natürlich auch von den Freien Demokraten anerkannt werden. Nachdem die FDP mit ihrem vormaligen Gesetzentwurf, das hatten wir ja schon einmal das Thema, ebenso wie mit ihrem Antrag auf einen runden Tisch krachend gescheitert ist, versucht sie heute erneut, eine, wie ich meine, verfassungsfeindliche Gesetzesinitiative in dieser Frage zu starten. Es müsse Rechtssicherheit für die Kommunen bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen geschaffen werden, heißt es. Denn so schreibt die FDP in ihrer eigenen Problembeschreibung zu ihrem Gesetzentwurf, sobald sie, also die Sonntagsöffnung, beklagt ist, könne sie eigentlich nicht mehr stattfinden. Aber, meine Damen und Herren, wenn die Rechtsprechung so ist, wie die FDP sie ja richtigerweise beschreibt, Herr Dr. Naas, Sie haben von 35 Entscheidungen gesprochen, die alle negativ für die Kommunen ausgegangen sind, dann besteht doch keine Rechtsunsicherheit. Dann ist es doch klar. Im Gegenteil, dann besteht doch eine glasklare Rechtssicherheit, die allerdings einige Bürgermeister und Einzelhändler ebenso wie die FDP einfach nur nicht akzeptieren wollen. Deswegen haben wir doch den Gesetzentwurf hier auf dem Tisch. Sehr geehrte FDP-Abgeordnete, ich sage es Ihnen gerne noch einmal. Wenn Sie also bei der Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen eine Änderung herbeiführen wollen, dann müssen Sie erst die Verfassung, unser Grundgesetz und die Landesverfassung hierzu ändern. Eine landesrechtliche Regelung, so wie Sie das wollen, kann diesen klaren Vorgaben jedoch nicht umgehen. Und ich liefere Ihnen sogar die Urteile aus Nordrhein-Westfalen. Kann ich Ihnen die Aktenzeichen gerne nennen, Herr Dr. Naas. Die sind nämlich mit ihrer Regelung, die die FDP dort durchgesetzt hat, auch schon auf den Bauch gefallen in mehreren gerichtlichen Entscheidungen. Also, es geht einfach kommen Sie so bitte nicht. Zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ein Gesetz, das auf einen Anlassbezug für Sonntagsöffnungen generell verzichtet, wäre eindeutig verfassungswidrig und würde vom Bundesverfassungsgericht wieder einkassiert. Wir stehen als LINKE weiterhin hinter den Forderungen der Allianz für den Freien Sonntag, eine Änderung hessischer Gesetze und Vorschriften zur Sonntagsöffnung halten wir weder für notwendig noch für angebracht. Vielen Dank.
Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Bächle-Scholz gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wir von der CDU sehen die Notwendigkeit einer Neuregelung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes in Bezug auf die Öffnung von Geschäften an Sonn- und Feiertagen. Das wird kein einfacher Weg, wie die bisherigen Anhörungen und auch die heutige Debatte gezeigt hat, insbesondere wenn für die FDP die Wirtschaft immer noch das höchste Gut darstellt. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die derzeitige gesetzliche Regelung nicht gänzlich praktikabel ist. Die Verwaltungsgerichte haben an verschiedenen Stellen, wie ich finde, recht eng die Möglichkeit einer Öffnung an Sonn- und Feiertagen im Hinblick auf den Anlassbezug ausgelegt. In der Folge kann man davon ausgehen, dass die Verwaltungen, um auf der sicheren Seite zu sein, nochmals restriktiver vorgehen werden. Hinzu kommt, dass die bewusst kurzfristigen Klagen die kleinen und mittleren Unternehmen zermürben sollen. Klagen mit der Bitte auf einstweiligen Rechtsschutz durch die Verwaltungsgerichte werden kurz vor der geplanten Veranstaltung eingerichtet, sodass die Aufwendungen für Werbung und Ähnliches bereits angefallen und bei Erlass einer einstweiligen Regelung nutzlos sind. Es soll eine Stimmung der Unsicherheit und Angst erzeugt werden, die den Unternehmern künftig davon abhalten sollen, Werbegelder in solche Veranstaltungen zu stecken. Diesen Umstand wollen auch wir als CDU nicht länger hinnehmen. Wir wollen eine klare Rechtssicherheit. Insofern steht eine Neufassung des Gesetzes in diesem Jahr an. Allerdings sehe ich nicht, dass im Rahmen dieser Neuregelung der größtmögliche Spielraum gewährt werden muss, der gegebenenfalls am Ende nicht nur durch das Grundgesetz und die hessische Verfassung gedeckt ist. Die Kommunen erlauben haben Sie eine Zwischenfrage, Frau Bächle-Scholz? Die Kommunen haben die Möglichkeit erhalten, an bis zu 4 Sonntagen jährlich die Öffnung der Ladengeschäfte zu ermöglichen, dies allerdings verbunden mit einem Anlassbezug. Inzwischen hat sich jedoch gezeigt, dass die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen häufig mit Bezug auf den Anlass erfolgreich beklagt wurde. Auch ich halte die von der FDP gegebene Begründung, die neben den wirtschaftlichen Interessen sich im Wesentlichen darauf bezieht, dass andere es auch so machen, für relativ dünn. Nur weil andere etwas auch so machen, muss es noch lange nicht richtig sein und muss es für Hessen nicht angemessen sein. Wenn wir das Gesetz ändern, müssen wir dies nach Möglichkeit handwerklich richtig und unter Beachtung aller Aspekte machen. Ein Aspekt sind natürlich die Interessen der Gewerbetreibenden. Sie stehen in zunehmender Konkurrenz zum Onlinehandel. Für sie sind verkaufsoffene Sonn- und Feiertage eine zusätzliche Plattform, den Konkurrenzkampf bestehen zu können. Dabei gehe ich davon aus, dass in diesem Haus Einigkeit darüber besteht, gerade kleine und mittlere Gewerbetreibende zu stärken, da sie das Herz unserer Innenstädte darstellen. Mit dieser Betrachtung ist es allerdings nicht getan. Neben den wirtschaftlichen Interessen gibt es auch anderes zu beachten. So den Schutz des Sonntags als arbeitsfreien Tag. Nicht ohne Grund haben die Verfassungsväter und Mütter den Sonntag unter den besonderen Schutz der Verfassung gestellt. Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Verfassung und Artikel 53 der Hessischen Verfassung sind sicherlich allen bekannt. Die Ruhe an Sonn- und Feiertagen stellt einen Grundpfeiler unseres christlichen Erbes dar und ist zu schützen. Daher sollten wir sie nicht ohne Grund
durch immer umfassendere Sonderregelungen ausheben. Ja, ich bin für die Möglichkeit von verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen, allerdings nicht in unbegrenzter Form. Gerade der FDP-Vorschlag mit der weiteren Einführung unbestimmter Rechtsbegriffe erscheint mir zu weitgehend. Im Ergebnis könnte der Vorschlag der FDP sogar zu einer größeren Unsicherheit und noch mehr verwaltungsgerichtlichen, gegebenenfalls sogar verfassungsrechtlichen Streitigkeiten führen. Der Vorschlag würde das Problem also nicht lösen, sondern es noch verschlimmern. Und als Sozialpolitikerin gestatten Sie mir noch eine Bemerkung. Augenblick mal eben, Frau Bächel-Scholz. Es wird unruhig im Saal, bitte. Wer sprechen muss, bitte nach draußen gehen und ansonsten der Rednerin zuhören. Bitte. Ja, als Sozialpädagogin möchte ich noch eine Bemerkung anfügen. Die Ruhe an Sonn- und Feiertagen dient auch der Familie. Richtig, wenn am verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen zum Erhalt von Geschäften diese beitragen und damit auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Auch das ist ein Wert, der zu berücksichtigen ist. Richtig ist auch, dass die Arbeitnehmer Sonn- und Feiertagsarbeit durch Freizeitausgleich bzw. Geldleistungen gesondert vergütet bekommen. Auf der anderen Seite hat der Sonntag als ein Tag für die Familie auch eine Bedeutung für die Familie. Die Familie kommt zusammen und kann etwas gemeinsam unternehmen. Sie kann sich als Familie erleben. Bei Sonn- und Feiertagsarbeit kommt es nämlich dann im Anschluss im ungünstigsten Fall dazu, dass die Kinder sonntags schulfrei, der Vater montags seinen Freizeitausgleich und die Mutter dienstags vielleicht auch ihren Freizeitausgleich hat. Dieses Ergebnis ist nun wahrlich nicht ideal. Daher begrüße ich und ist es gut, dass das Hessische Sozialministerium dieser Frage zeitnah nachgeht und einen Gesetzentwurf vorlegen wird. In diesem Zusammenhang begrüße ich auch, dass es zeitnah zu diesem Thema einen runden Tisch geben soll, der all die Aspekte, die zu berücksichtigen sind, zusammenführt und somit nicht nur einseitig einem Aspekt, nämlich dem wirtschaftlichen, vollen Raum einräumt. Und dann, wenn dieser Gesetzentwurf vorliegt, sollten wir eine Entscheidung treffen. Denn der Gesetzentwurf der SPD ist momentan nichts anderes als Populismus. Vielen Dank. Danke, Frau Bächle-Scholz. Meine Damen und Herren, Herr Rudolph, mein Hinweis auf ein bisschen mehr Ruhe war an alle im Hause gerichtet. Für die AfD-Fraktion, ja, genau, das glaubt hier niemand. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Finger zurück, Günther. Jetzt ist gut, Tarek. Ja. Seid lieb zueinander. Immer. Tarek. Herr Präsident, verehrte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Zu Beginn möchte ich zunächst einmal den Kollegen Schaus korrigieren. Der Film, von dem Sie eingangs sprachen, heißt nämlich »Und täglich grüßte das Murmeltier« und nicht »ewig«. Aber das war nicht das einzig Fake-News-Verdächtige in Ihrer Einlage. Denn dass Sie der FDP mit Ihrem Antrag bzw. Gesetzentwurf Verfassungswidrigkeit vorwerfen, das würde ja dann auch. Aber da in der Substanz sich ja gar nichts ändern soll, müsste doch die Diagnose Verfassungswidrigkeit dann auch für die geltende Rechtslage zutreffen. Und das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein, hoffe ich. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, der vorliegende Gesetzentwurf der FDP-Fraktion ist aus Sicht der AfD-Fraktion eine sinnvolle Fortentwicklung des Status quo und als solche durchaus zu begrüßen. Die sinkenden juristischen Unsicherheiten und die Vermeidung entsprechender Scharmützel vor Gericht ist hier bereits hinreichend thematisiert worden. Aber einerseits stützt sich der Entwurf oder klammert sich ja geradezu an den Status quo. Aber Kollege Rock hat ja schon verräterischerweise gesagt, das ist ja erst der Anfang. Erstmal, sagte er vorhin.
Jedenfalls nimmt die AfD-Fraktion diese Einladung sehr gerne an, einmal grundsätzlich über diesen Status quo nachzudenken und zu reflektieren, ob vergangene Verlängerungen der Ladenöffnungszeiten und Liberalisierungen auch die gewünschten Effekte gezeigt haben. Ich denke, es ist einigermaßen unstrittig hier im Haus, dass verlängerte Öffnungszeiten erst einmal keinen Zuwachs an Kaufkraft und privater Nachfrage schaffen. Wenn man einmal von den Einnahmezuwächsen bei den zusätzlich beschäftigten Personen im Einzelhandel absieht. Aber selbst wenn diese Einnahmezuwächse vollkommen an den Einzelhandel zurückführen, wäre allein netto das noch nicht einmal ein Nullsummenspiel. Das kann also nicht das Motiv sein. Wahrscheinlicher ist nämlich, dass etwa konstante Umsätze sich auf größere Öffnungszeiten dementsprechend höhere Kosten verteilen. Insofern ist Motivlage eigentlich unklar. Allerdings längere Öffnungszeiten sind natürlich auch ein Service am Kunden. Und den Kunden sollten wir in dieser Betrachtung auch nicht vergessen. Dieser Service am Kunde ist ein potenzielles Differenzierungsmerkmal, kann zu Wettbewerbsvorteilen der Einzelhändler führen und somit den Aufwand mehr als rechtfertigen. Auf gewisse Asymmetrien zwischen Online- und stationärem Einzelhandel ist ja bereits im Gesetzentwurf selbst hingewiesen worden. Diese Asymmetrien existieren aber natürlich auch im stationären Einzelhandel vor Ort an sich. Es ist naheliegend, dass gerade kleinere Einzelhändler deutlich stärker belastet werden durch verkaufsoffene Sonntage. Und eine Stärkung der Großen zulasten der Kleinen liegt weder im Interesse der Bürger und dementsprechend auch nicht im Interesse der AfD-Fraktion. Stand heute ist das in Ihrem Gesetzentwurf ja auch nicht gefordert. Aber wir haben ja vorhin gelernt, erst einmal. Wer weiß, was noch kommt. Ebenso wie durch die zusätzlichen Öffnungszeiten werden auch die Einzelhändler gefördert, die tendenziell weitere Wege zum Kunden haben, also de facto die Einkaufszentren auf der grünen Wiese gegenüber den Innenstädten. Und es kann ja wohl kaum hier politisch gewollt sein, die grüne Wiese gegenüber den Innenstädten zu stärken. Nein, im Gegenteil, die Sonntagsöffnungen sollen ja als Mittel zur Förderung genau dieses innerstädtischen Einzelhandels verkauft werden, um im Bild zu bleiben. Hier ist also besonderes Fingerspitzengefühl und eine verantwortungsvolle Gestaltung von Seiten der Gemeinden gefordert. Und ob diese wirklich vorhanden ist und dauerhaft vorhanden ist, kann hier nicht Gegenstand sein. Dennoch wollen wir schon einmal prophylaktisch diesem erstmal eine Absage erteilen. Die AfD ist nicht für weitere Ausdehnung der Möglichkeiten für Sonntagsöffnung. Ich denke, an dieser Stelle lohnt eine Tiefenbohrung, wie es überhaupt zum Schutz des Sonntages im Verfassungsrang kommen konnte. Es ist nämlich das vierte der 10 Gebote, die, hoffe ich, einigermaßen unstrittig, das wesentliche Fundament unserer vergangenen, heutigen und, so hoffe ich und viele andere auch, auch unserer zukünftigen Gesellschaft sein werden. Eine Übersetzung dieses 4. Gebots lautet: Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Es mag den einen oder anderen überraschen, aber auch und wahrscheinlich sogar gerade in der AfD sind viele glaubensstarke und bibeltreue Christen engagiert. Und für uns ist die Bibel auch kein Historienroman oder eine Anekdotensammlung aus ferner Zeit. Nein, sie ist vielmehr das Wort des lebendigen Gottes und Zeugnis seines Wirkens in unserer Welt. Das abendländische Konzept der Menschenwürde und damit Artikel 1 unseres Grundgesetzes basiert nämlich unmittelbar auf der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und das drückt sich vor allen Dingen in seinem freien Willen aus. Die Hinwendung zu Gott und die Annahme von Jesus Christus als dem Erlöser der Welt kann immer nur aus freien Stücken erfolgen und ohne jeden äußeren Zwang. Die Strahlkraft des Christentums, das war ziemlich die einzige Berufung, die ich nicht in Erwägung gezogen habe. Die Strahlkraft des Christentums basiert deswegen auch nicht auf Verboten oder Zwängen jedweder Art. Niemand findet zum Glauben, weil er in seinem Konsumbedürfnis limitiert wird. Und daher lehnt die AfD auch solche Argumentationsmuster ab, und zwar nicht obwohl, sondern weil sie die Heimat gläubiger Christen ist. Ohnehin ist das Glaubensleben kein Gestaltungsraum der Politik.
die Schaffung von Schutzräumen für soziale Beziehungen, aber sehr wohl, und insbesondere ein Schutzraum für Familien. Stichwort: Sonntag gehören Vati und Mutti mir. Seinerzeit lautete der Schlachtruf allerdings: Samstags gehört Vati mir. Der Sonntag war im Wortsinn sakrosankt, und dementsprechend musste um ihn auch nicht gekämpft werden. Trotzdem verdient in Zeiten zunehmender Arbeits- und Pendelzeiten, vor allen Dingen der vielbesungenen Arbeitsverdichtung und permanenten Erreichbarkeit vieler Arbeitnehmer, dieser Gedanke besondere Beachtung. Aber kann es denn Aufgabe der Politik sein, den Sonntag frei von Ablenkungen zu halten, um so das Familienidyll zu erzwingen? Wohl kaum. Soll denn am Ende sogar das Ende von Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga dadurch bedeutet werden? Das würde wahrhaft revolutionäre Zustände heraufbeschwören, und das ist beim deutschen Michel ja schon einigermaßen schwierig. Verehrte Kollegen, diese kleine Skizze, zum Schluss, Herr Lichert? Jawohl, diese kleine Skizze zeigt einfach nur, wie breit das Themenfeld ist. Unsere Aufgabe heißt Ordnungspolitik, die Gleichberechtigung schafft, Chancengleichheit, Gleichheit vor dem Gesetz, aber keine Ergebnisgleichheit. Und das ist die Wasserscheide zwischen dem Linksblock und den bürgerlichen Parteien. Sie müssen zum Schluss kommen, Herr Lichert. Die AfD-Fraktion befürwortet dieses Gesetzentwurf. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Lichert. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, ich enthalte mich eines Kommentars der Vorrede. Wir wissen nicht, ob der Kollege im Nebenberuf noch als Pastor arbeitet, aber Ihre Interpretation der Bibel und der 10 Gebote ist haarsträubend, so viel kann ich Ihnen sagen. Lassen Sie mich so viel sagen. Vielleicht ist es wichtig, dass wir noch einmal voranstellen, auf welcher Grundlage auch wir im Dezember CDU und GRÜNE vereinbart haben, dieses Problem anzugehen. Dort heißt es: Für Ausnahmeregelungen von bis zu 4 verkaufsoffenen Sonntagen an den bisher zulässigen Wochenenden wollen wir praktikable Regelungen schaffen, um Klarheit zu schaffen und die Rechtssicherheit kommunaler Entscheidungen zu erhöhen. Herr Kollege Schaus, Sie haben natürlich recht. Man könnte es so interpretieren, dass man sagen kann, es gibt eine negative Rechtssicherheit. Man weiß ziemlich genau, wie man es verkloppen kann. Da gebe ich Ihnen recht. Und wer sich beraten lässt als Kommune, ich nehme gerne das Beispiel meiner Heimatstadt, wenn man die IAA oder die Buchmesse dort solche Anträge stellt und weiß, dass das Messegelände 5 km Luftlinie entfernt ist von der Zeil, dann ist das halt schwer zu begründen. Insofern kann man natürlich aus den Handreichungen des Sozialministeriums durchaus Schlüsse ziehen, wie man das rechtskonform macht. Es gibt nämlich einige rechtskonforme Veranstaltungen, die es in Hessen gab. Dennoch ist eine große Verunsicherung in vielen Gemeinden, und auch viele ärgerliche Ereignisse haben stattgefunden, wenn Gemeinden und Verbände, Wirtschafts- und Gewerbevereine sich die Mühe gemacht haben, diese verkaufsoffenen Sonntage vorzubereiten, in wochenlanger, monatelanger Arbeit mit viel Geld und vielen Investitionen und dann 3 Tage vorher gesagt bekommen, dass die Genehmigung wieder entzogen wird, dann ist das zunächst einmal ein Ärgernis, und das kann man auch erst einmal so feststellen. Das ist das eine auf der einen Seite. Ich möchte auf dieser Seite bestehende Argument auch noch einmal ausführen. Es ist auch unstrittig aus meiner Sicht, dass verkaufsoffene Sonntage beliebt sind und angenommen werden. Auch das ist außer Frage. Natürlich gehen die Leute gerne dahin. Aber Herr Naas, bevor Sie so aktiv nicken, will ich Ihnen auch sagen, es ist die Frage, ob wir deshalb politisch das wünschen, dass Sonntage ein ganz normaler Werktag werden. Und da kann ich Ihnen sagen, dafür gibt es ein politisches Statement von CDU und GRÜNEN. Für uns ist der Sonntag nach wie vor arbeitsfrei. Für uns ist wichtig, dass der Sonntag der Ruhe und der Erholung dient. Und das muss im Vordergrund stehen allen politischen Handelns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Bundesgerichte haben das sowohl 2009 wie 2011 ja bestätigt. Die Kollegin hat es gesagt. Wir wollen uns daran halten, dass es nur in ganz speziellen, klaren Ausnahmesituationen möglich ist, solche verkaufsoffenen Sonntage zu machen. Daran wollen wir arbeiten, dass wir diese Klarheit noch verbessern. Das ist unstrittig. Ich will Ihnen aber auch sagen, weil die FDP gesagt hat, das ist nur der Anfang. Ich weiß nicht, Herr Rock, ob Sie über diesen Zwischenruf glücklich waren. Ich habe mir in der Zeit der Debatte tatsächlich, man kann sich an die Vorbereitung dieser Diskussion ja auch ein bisschen googeln, ich habe mir für den April mal angeschaut die Situation in Nordrhein-Westfalen. Wenn Sie von 4 Sonntagen sprechen,
die Sie im Jahr ermöglichen wollen, pro Gemeinde, dann nehmen Sie doch einmal jetzt zur Kenntnis, dass für den Monat Mai in Nordrhein-Westfalen, was ja ein echt dicht besiedeltes Gebiet ist, an sage und schreibe 65 Städten der verkaufsoffene Sonntag zumindest beantragt ist und vermutlich durchgeführt wird. An 65 Städten. Wenn Sie das über das Jahr so durchziehen, jeden Monat 60 Städte, an denen Sie sonntags einkaufen können, dann haben Sie den Sonntag als arbeitsfreien Tag komplett unterhöhlt. Ich möchte das politisch nicht. Wenn Sie zweitens sagen, in Nordrhein-Westfalen wird es doch vorgemacht, wie es geht, dann danke ich meiner Kollegin Kaya Kinkel, die in wenigen Minuten gegoogelt hat, was nach Inkrafttreten des Gesetzes in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Von 143 Klagen, hören Sie gut zu, Herr Kollege von der FDP, von 143 eingereichten Klagen in Nordrhein-Westfalen wurden Sie 137 Mal erfolgreich beklagt. Also erzählen Sie doch keinen Unfug. Nordrhein-Westfalen ist nicht rechtssicher. 137 erfolgreiche Klagen im Jahre 2018. Überlegen Sie, überdenken Sie Ihren Gesetzentwurf noch einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Verlorene Klagen. Ich weiß nicht, ob Sie das ein Erfolgsmodell finden. Ich will Ihnen noch einmal sagen, dass wir in der Abwägung dieser zwei Pole, die es in der Diskussion gibt, in der Gesellschaft einerseits Innenstädte aufwerten zu wollen, diese Anlässe, die es womöglich gibt, wie es auch erfolgreich gab, tatsächlich einen Input zu geben, einen Impuls zu geben für Innenstädte und dortige Fußgängerzonen auf der einen Seite, dieses berechtigte Interesse, andererseits, dass wir sagen, Sonntag muss unbedingt arbeitsfrei bleiben und ein Tag der Erholung. In der Abwägung dieser beiden Positionen, dass es dort eine kluge Lösung geben muss, um eine Rechtssicherheit zu erzielen, darum ringen wir. Aber den Anlass, so wie Sie sagen, Anlassbezug offiziell abzuschaffen und andererseits mit einem öffentlichen Interesse zu ersetzen, was ja faktisch auch wieder zu belegen der Anlass ist, das erleichtert die Situation nicht. Wir sind sehr gespannt auf die Anhörung. Wir sind sehr skeptisch, dass dieser Weg, den Ansatz, den Sie gewählt haben, erfolgreich ist. Die Bezüge zu Berlin oder Nordrhein-Westfalen halte ich für heute schon für gescheitert, weil in Nordrhein-Westfalen 137 Klagen erfolgreich eben nicht dazu geführt haben, dass Sie diese Sonntage durchführen können. Wir sind sehr gespannt auf die Durchführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, Herr Bocklet. Für die Landesregierung erteile ich Staatsminister Klose das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat, das ist ein Evergreen der letzten Legislaturperioden. Deshalb will ich an den Anfang noch einmal stellen, worum es eigentlich in diesem Ladenöffnungsgesetz geht. Wir haben einerseits in diesem Gesetz das Ziel, die Rahmenbedingungen für flexible Öffnungs- und Verkaufszeiten zu verbessern, aber eben auch den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung zu schützen. Das ist ein nicht ganz einfacher Spagat, gerade aufgrund der Rechtsgüter und unterschiedlichen Interessen, zwischen denen abzuwägen ist. Das kam ja auch in allen Redebeiträgen schon zur Geltung. Aus unserer Sicht ist der von der FDP heute vorgelegte Gesetzentwurf, der ja weitgehend identisch ist mit dem Gesetzentwurf aus der letzten Legislaturperiode, weitgehend identisch, habe ich gesagt, weitgehend identisch. Das macht ihn aber auch nicht besser und vor allem nicht verlässlicher. Und genau um diese Verlässlichkeit muss es uns doch gehen, Herr Dr. Naas. Die Steigerung der Verlässlichkeit liegt im Interesse aller Beteiligten. Jetzt reden wir erst einmal über Ihren, Herr Rock. Die FDP will erneut den Anlassbezug für verkaufsoffene Sonntage aus dem Gesetz streichen und ihn diesmal durch den Begriff im öffentlichen Interesse ersetzen. Und deshalb lassen Sie es mich ganz klar vorweg sagen, den Anlassbezug zu streichen, ist keine Lösung. Das würde die Verlässlichkeit im Sinne der Rechtssicherheit gerade nicht stärken. Im Gegenteil, der Anlassbezug ist zwingend. Das folgt aus den bestehenden Urteilen höchster deutscher Gerichte. Und für die Auslegung des bestehenden Anlassbegriffs im Ladenöffnungsgesetz können und müssen Kommunen und Veranstalter verkaufsoffener Sonntage eine ziemlich differenzierte und gefestigte Rechtsprechung berücksichtigen. Den Kommunalen Spitzenverbänden haben wir deshalb, das wurde eben schon erwähnt, als schon von der Vorgängerregierung wurden ihnen entsprechende Auslegungshinweise zur Verfügung gestellt.
Es ist so, dass im § 3 des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes bestimmt wird, dass Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und Kunden grundsätzlich geschlossen sind. Eine Ausnahme von diesem Verbot ist dann im bereits erwähnten § 6 definiert. Danach sind die Gemeinden aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen Veranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt, die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich bis zu 4 Sonn- und Feiertagen freizugeben. Sie schlagen nun vor, diesen Anlass durch ein öffentliches Interesse zu ersetzen. Auch dieser Begriff, ich komme gleich zu Berlin, muss aber an den strengen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts gemessen werden. Bei einem allein am Wortlaut orientierten Verständnis würde es diese gesetzliche Verankerung des öffentlichen Interesses nämlich ermöglichen, jedes noch so geringe öffentliche Interesse genügen zu lassen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gerade auch in diesem Kontext ausdrücklich klargestellt, dass ein öffentliches Interesse so schweren Gewichts zu sein hat, dass die Ausnahme von der Arbeitsruhe rechtfertigt wird. Und dazu genügen weder das alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse auf Seiten der Verkaufsstellen noch das alleinige Kaufinteresse seitens der Kundinnen und Kunden. Ausnahmen von der verfassungsrechtlich geschützten Sonntagsruhe müssen auch als Ausnahmen für die Öffentlichkeit erkennbar bleiben. Wir brauchen also einen Sachgrund von besonderem Gewicht, um eine Sonntagsöffnung zu rechtfertigen. Den Anlassbezug durch das öffentliche Interesse zu ersetzen, führt nicht zu einem Ende der gerichtlichen Untersagung verkaufsoffener Sonntage, wie Sie es hier suggerieren wollen. Das zeigt übrigens der Blick nach Nordrhein-Westfalen überdeutlich. Denn dort wurde genau dieser Weg beschritten, den die FDP jetzt auch für Hessen vorschlägt. Der Anlassbezug wurde durch den Begriff des öffentlichen Interesses ersetzt. Und dazu hat das Oberverwaltungsgericht Münster am 2. November 2018 entschieden. Ich darf aus dem Urteil zitieren. Die zuständige Behörde muss bei ihrer Entscheidung dem verfassungsrechtlichen Regelausnahmeverhältnis für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen gerecht werden. Dazu hat sie anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls im Rahmen einer Abwägung zu prüfen und in einer für die gerichtliche Überprüfung nachvollziehbaren dokumentierten Weise zu begründen. Zitat Ende. Und da sage ich Ihnen, die gerichtsfeste Darstellung, dass die einzelne konkrete Sonntagsöffnung tatsächlich einem solchen öffentlichen Interesse dient, ist für eine Kommune deutlich aufwendiger und schwieriger als die Darlegung einer konkreten örtlichen Veranstaltung als Anlass für eine Sonntagsöffnung. Das neue Ladenöffnungsgesetz in Nordrhein-Westfalen hat deshalb auch gerade nicht zu einer leichteren Anwendung oder zu weniger Rechtsstreitigkeiten geführt. Ganz im Gegenteil. Aufgrund der vielfältigen Rechtsunsicherheiten und Streitigkeiten musste das dortige Wirtschaftsministerium fast ein Jahr nach Einführung des neuen Ladenöffnungsgesetzes Kommunen und Handel eine sehr umfangreiche Anwendungshilfe und eine Rechtsprechungsübersicht zur Verfügung stellen. Das sollten wir unseren Kommunen, aber auch den Einzelhändlern und den dort Beschäftigten wirklich ersparen. Und da Sie es angesprochen haben, gerne auch noch ein paar Worte zur Situation in Berlin, auf die Sie verwiesen haben. Ja, es ist richtig, das Oberverwaltungsgericht Berlin hat in seiner Entscheidung vom Januar 2018 die betreffenden Sonntagsöffnungen dort positiv beschieden, das heißt ein öffentliches Interesse bejaht. Das OVG hat in seiner Entscheidung aber noch einmal ausdrücklich betont, dass das öffentliche Interesse an einer Sonntagsöffnung auch im Berliner Ladenöffnungsgesetz nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu beurteilen ist. Das heißt, auch hier muss ein öffentliches Interesse solchen Gewichts vorliegen, dass die Ausnahme von der Sonntagsruhe rechtfertigt wird. Im konkreten Fall wurde das öffentliche Interesse bejaht, weil bei allen drei verkaufsoffenen Sonntagen jeweils ein Anlass vorlag, nämlich Großveranstaltungen wie die Grüne Woche und das Sechstagerennen, bei denen die Versorgung von TouristInnen und BesucherInnen dieser Veranstaltungen nach Auffassung des Gerichts ein hinreichend gewichtiges öffentliches Interesse darstellte. Es gab also jeweils einen Anlass. Außerdem, das muss man jetzt auch mal sagen, außerdem läuft die Freigabe verkaufsoffener Sonntage in Berlin grundsätzlich anders als in Hessen.
Im Stadtstaat Berlin legt nämlich der Senat jeweils ein Vorjahresquartal zuvor die verkaufsoffenen Sonntage für das kommende Halbjahr verbindlich fest. In Hessen sind es die Kommunen, die dafür verantwortlich sind. Und schon deshalb ist die Situation in Hessen und in Berlin nicht vergleichbar. Herr Klose, ich erinnere an die Redezeit der Fraktionen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich will deshalb zusammenfassen, dieser Gesetzentwurf würde die Rechtsunsicherheit nach unserer Überzeugung nicht reduzieren, sondern weiter vergrößern. Wir wollen einen Gesetzentwurf erarbeiten, der zu einer gesteigerten Verlässlichkeit im Interesse aller Beteiligter führt, die zwischenzeitlich im Rahmen der Evaluierung des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes eingegangenen Stellungnahmen sind ausgewertet. Sie dienen als Arbeitsgrundlage für das zu erstellende Änderungsgesetz. Ich werde dem Kabinett dazu in den nächsten Wochen einen Gesetzentwurf vorlegen, der sowohl den verfassungsrechtlich garantierten Sonntagsschutz als auch die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. Das Thema bleibt uns also in jedem Fall noch eine Weile erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Das waren weise Worte. Das Thema bleibt uns erhalten. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Dr. Naas das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, darauf muss man noch einmal entgegnen. Denn wir haben ja zwei sehr schöne Jura-Vorlesungen heute gehört, einmal durch den Staatsminister und einmal vom Kollegen Schaus. Und darauf muss man noch etwas sagen, weil es nach unserer Auffassung eben eine andere Rechtslage ist. Es ist richtig, Herr Schaus, dass die Sonntagsöffnung die Ausnahme ist. Das ist richtig. Und der Gesetzgeber muss ein Schutzkonzept entwickeln nach der Rechtsprechung, wie er das gewährleistet. Wir glauben aber, dass wir dieses Schutzkonzept auch entwickelt haben hier in Hessen. Wir beschränken uns auf 4. Wir sind auf 6 Stunden Begrenzungen vorgesehen. All das, was im Hessischen Ladenöffnungsgesetz steht, dient ja dem Sonntagsschutz. Es ist sozusagen schon das Regelausnahmeverhältnis, wenn es nur 4 Termine im Jahr sind. Deswegen ist die Frage der Verfassungsrechtlichkeit und der Vorwurf der Verfassungswidrigkeit unseres Gesetzentwurfs hier längst widerlegt. Da müssten Sie einmal Ihre alte Redevorlage beiseite schieben und vielleicht einmal auf das neue Gesetz und den neuen Gesetzentwurf eingehen. So, und auch der Staatsminister hat ja anscheinend seine alte Regelung und seine alte Vorlage wieder zur Hand genommen. Das ist ja zeitökonomisch ganz interessant. Aber das Thema öffentliches Interesse wird uns noch beschäftigen. Vielen Dank, Herr Präsident, weil es nämlich die kommunalen Spitzenverbände ja vorgeschlagen haben, das öffentliche Interesse aufzunehmen. Und da bin ich mal gespannt auf Ihren Gesetzentwurf, was da kommt und was Sie am Ende einbringen werden und ob das rechtssicher ist und ob das die letzte Klage verhindern wird. Das werden nämlich auch Sie nicht können, weil es natürlich die Möglichkeit der Klage gibt. Es ist nur am Ende die Frage, ob wir den hessischen Städten und Gemeinden ein Mehr an Begründungsspielraum geben, dass neue Argumente dazukommen. Das kann selbstverständlich auch das Ereignis oder der Anlass sein. Selbstverständlich ist das auch ein öffentliches Interesse. Das ist ja bei uns mit umfasst. Oder ob dann noch zusätzliche Argumente möglich sind, nämlich beispielsweise die Stärkung der Stadtkerne, die belebte Innenstadt, die Erhaltung der Ortszentren, was alles gewichtige Gründe auch in der Rechtsprechung sind. Also wir freuen uns, viermal im Jahr. Es ist die Frage, ob Sie den hessischen Kommunen am Ende helfen wollen oder nicht helfen wollen. Und daran werden wir Ihren Gesetzentwurf messen. Vielen Dank. Danke, Herr Naas. Wir sind am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs der Freien Demokraten angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozialausschuss und mitberatend in den Wirtschaftsausschuss. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Plenarrunde angelangt. Ich hoffe, dass wir uns gleich möglichst zahlreich auf der nun beginnenden Vernissage
in der Ausstellungs- und Eingangshalle sehen. Wir wünschen den Fußballern alles Gute, und wir sehen uns alle zusammen wieder morgen früh um 9 Uhr. Schönen Abend.